offensichtlicher wird, wächst das Misstrauen der Brüder. Misstrauen in wem? Wie in den alten Zeiten, Bruder. Wir sind ohne Privatsphäre zusammengefercht und wollen uns nur gegenseitig an die Gurgel. Wie Ratten im Käfig. Unsere Mutter ruft uns zu sich, um Zeuge dieses Moments und ein Teil der Macht zu werden. Und du willst sie aufhalten? Hier gibt es nicht nur eine Möglichkeit. Wir müssen darüber nachdenken, als Familie. Ich merke da ein paar Differenzen zwischen unseren Charakteren. Ja, die Differenzen, die gab es ja auch schon im zweiten Teil, sonst hätten sie mich ja nicht umgebracht. Ja, aber jetzt spielen wir im Koop zusammen und haben Differenzen. Das ist wieder eine ganz andere Sache. Wieso? Mein Charakter hat sich ja nicht geändert. Glaubst du, es soll auf einmal gut werden? Ja, wer weiß, kann ja passieren. Ach ja, erstmal, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 4-3. Und zwar 4 mit F-E-A-R, nicht die Zahl, sondern das englische Wort. Alter, ich hab anders gedacht. Was, 4-3? Kann er nicht zählen oder was? Ja. Da liegt eine Gitarre! Voll geil. Hier hinten geht's rein. Waffe für mich? Oh ja, das ist ja. Eine Pistole. Oh ja, sieht sicher aus hier. Na, ich mach schon wieder ganze Steuerung. Ja. Oh Mann. Hier sind Beine. Und das scheint der Oberkörper dazu zu sein. Oh, hüpfen. Oh Gott! Oh, oh hüpfen. Da. Oh! Mach hin. Okay. Quicktime-Events sind nicht so mein Ding, das hast du ja letztes Mal gecheckt. Ja. Ach, ja. Aua. Hey, das sollte ich jetzt sein. Gut, dass ich nicht übernommen habe, sonst wäre ich gestorben. Ah, hier geht's auch hoch, okay. Ja, gehen wir mal hier weiter. Kind in Deckung! Ich nehm den hier. Hallo? Och Mann! Richtiger Boden! Oh, warte. Moment. Sag mal. Könnt ihr mal kurz. Ich bin eigentlich ein Geist, wie könnt ihr mich eigentlich abknallen, ey? Das hab ich mich gestern auch schon gefragt. Da habe ich nachgedacht, wie läuft das denn jetzt eigentlich?
Ich meine, wenn du einen Körper hast, dann können sie dir den Körper kaputt machen, aber wenn du keinen Körper hast, bist du halt ein Geist dann. Warte doch auf mich! Huh! Schwachel! Na na na! Ja, ich weiß, war tut weh. Okay, meine Munition mit dem Gewehr ist schon mal wieder fast leer. Ich konnte es gerade nicht übernehmen. Könnt ihr eine. Cool, kann hier einer von denen nehmen? Oh. Kannst du? Nee, noch kann ich so nicht, weil mein Kind nicht aufgeladen ist. Geh mal auf Blatt. Meine Güte, halten die aus. Oh ja, killen, bevor ich übernehmen kann. Hey, hier ist halt alles voll. Ne, ja, sieht aber nicht aus, als könnte ich übernehmen. Okay. Am Mauseblatt. Wie ist denn noch hier? Moment, ich nehme mir mal hier die Shotgun. Was Interessantes hier? Moment, hier geht's auch noch lang. Hier ist auch noch ein Wagen. Aber hier scheint nur eine Sackgasse zu sein. Dieses Durcheinander hier mit den Zügen. Ah, ich würde hier geht sogar weiter. Ne, in der anderen Richtung war nichts. Okay. Ne, das ist schon zu, scheint sowieso sehr linear zu sein. Das ist hier anscheinend nur ein. Schießt ein Schild runter. Oh, die geben mir richtig hart. Ich muss mich kurz verstecken. Scheiße, Alter, der hat diese komische. Ich geb ihm noch. Kannst du jetzt? Der Schild muss runter, hab ich. Ich kann nur runter. Ich weiß nicht, wann der Schild runter ist. Das ist das. Ja, wenn er nicht mehr blau leuchtet. Ja, gerade eben war er kurz nicht mehr blau, als du den gehalten hast. Das lag aber nur daran, dass du ihn gehalten hast. Ne, dann ist er trotzdem blau. Ne, jetzt kann ich.
kommst du, Ja, ich muss den Umweg laufen. Ich konnte mich nicht hochporten. Außerdem suche ich noch nach Munition, damit ich ein bisschen was machen kann. Weil ich kann nicht näher ran. Das ist schlecht. Oh, Granate, ich bin down. Hinter dir. Hinter der Deckung. Kann der gerade nicht hin, Mann. Ich hasse es. Jetzt. Okay. Keine Munition mehr! Holla! Wieder was. Ich glaube, den kannst du besteigen. Ah, ne, warte. Kann ich auch mal. Wieder. Okay. Bildschirm war knallrot. Geil! Das Ding hat Raketen? Alter, sowas brauche ich im richtigen Leben. Oh ja. Gib ihn dann. Ich glaube, da ist noch einer. Ich glaube, wir können zu zweit. Warte kurz. Muss von hinten ran. Von hinten? Jawohl, jetzt geht's zu zweit los. Komm. Die Golems hauen jetzt rein. Wurde aber auch mal Zeit. Oh, mit Leertaste macht man einen mächtigen Stampfer. Helikopter von oben! Wie macht man die Raketen? Geh! Boah, der hat mega viel ausgehalten. Ich glaube, der lebt noch, oder? Ne, der stürzt ab. Der Heli ist verdammt gefährlich. Ja, Scharfschütze von wegen. Ja, das... Au, er schießt hier von der Seite auf mich.
können die kleinen Dinger so viel aushalten? Oh, warte mal kurz. Ich muss mal kurz aussteigen. Da ist ein Raketenwerfer. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Ah, nur 3 Schuss, aber es ist ein Raketenwerfer. Den nehme ich erstmal mit. Okay, weiter geht's. Ohne Scheiß, wer baut denn so Brücken? Ich weiß es nicht. Die sieht ja grauenvoll aus. Da rechts der Zieler. Steig mal kurz aus, der eine hatte noch einen Raketenwerfer, vielleicht kriege ich die Munition davon. Okay, ich glaube, das ist das Maximum. 1 und 3. Ich bin wieder auf dem Weg. Auf geht's! Oh, guck dir mal den Himmel an. Ach, wunderbares Abendbrot. Was? Abendbrot? Nein, aufhören! Weißt du, woran mich diese Powersuits hier erinnern? An Wolfenstein irgendwie. Ah, ich hätte zwar eher Titanfall gesagt, aber... Ah, Titanfall habe ich nie gespielt. Oh. Da! Ups, das war falsch. Ich wollte... Das sind zwei. Anders down. Schieß gerade auf den Raketenwerfer-Typen. So, wo ist der andere? Da. Endlich. Wurde auch mal Zeit. Sie lassen die Brücke hoch. Ja, Mann. Boah. Lauf nicht so weit vor, sonst sterbe ich gleich. Bist du da? Weiter. Zeig dich. Okay, hier ist noch ein neuer Poweranzug. Ich denke mal, wir müssen erstmal die Brücke irgendwie runterlassen. Mach du das lieber, sonst ich kann hier nur einsteigen, wenn ich menschlicher Form bin, aber wenn ich aussteige, läuft die ab. Okay, ich schau mich mal kurz um. Ja, komm. 3 Stück hier drin. Ich komm raus, damit du auch mitschießen kannst. Hui. Sehr schön.
Okay, den hab ich. Mission sollte ich auch wieder aufsammeln. Damit ich voll bin, falls es gleich wieder zu irgendeinem Gefecht geht. Okay, hier geht's nach oben. Ich denke mal. Kommt wieder noch her. Ich habe eben zwei Raketen in den Turm geballert. Ah, für eine Steuerungsliste hast du einen Schildmodus. Ah, also sowas wie Schutzschild oder Blocken eher? Ich glaube, du hältst da mehr aus. Das sieht zumindest aus. Da bist du auf jeden Fall so blau. Kannst aber dann keine Raketen mehr einsetzen. Soll ich den Raketenwerfer bald oder mir doch lieber das Sturmgewehr holen? Ich weiß nicht. Na, ich behalte erstmal den Raketenwerfer. Vier Kugeln. Immerhin, Raketen ist ja nie zu unterschätzen. Ich will mal schauen, was in dem anderen Turm drin ist. Ja, du kannst schon mal ein bisschen da rumknallen. Die scheinen einen Scharfschützen zu haben. Hast du auch. Autotürme. Hast du auch mit Rechtsklick das Zielen gemacht? Ja. Ah, okay, der rechte Turm ist komplett blockiert. Gut, dann bin ich mal verschwenderisch und steig direkt in den neuen ein. Der alte, den kann man nicht mehr verwenden, kennst du ja. Wir scheinen jetzt nur so einen wie wir haben hier uns hingegen schicken zu wollen. Ja. Oh, und der hat ein Schild, der Wichser. Okay, der hat den. Okay, ich stehe einfach Front in Front mit dem. Ja, zur Steuerung mal. Hast du? Jo. Okay. Ich gehe mal kurz den Turm hier hoch. Wir rushen hier schon viel zu schnell durch das Spiel durch, weil wir einfach so gut sind. Hier ist jetzt so ein Seelenband-Ding. Ja, hier bin ich. Hier sind noch ganz viele Raketenwerfer. Ich schätze mal, wenn wir dann Probleme gehabt hätten, wenn unsere Anzüge kaputt wären beim Singleplayer, dass man sich dann den Raketenwerfer holen kann. Oh, fertig. Boah, das ist aber langweilig. Wir können jetzt noch mehr machen. Warnung. Kritischer Zustand der mechanischen Systeme. Die Leistung bricht ein. Die Systeme schalten sich ab. Okay. Ich bin Level 8 Kommando. Warum bin ich nur Level 6? Du bist immer kein Level 8. Du hast 14.000 Punkte nur gekriegt. Ja, aber warum? Aggression 0 und Begabung 0. Ja, du hast ja nichts anderes als Begabung. Du kämpfst ja nur mit deiner Begabung. Oh, das ist gemein, das Spiel, finde ich. Das Spiel benachteiligt mich. Wobei, Abschüsse machst du mehr. Ja, aber in allem anderen weniger. Schade. Fuck, wir waren 3 Minuten zu langsam, aber die Bots waren so geil. Ja, das stimmt. She tried to call us both, brother. But only I could hear her share in her pain. She could not reach you, but still you.
bist das absolute Psychokind. Nachdem sie den Landweg gefunden hatten, setzten die Brüder ihre Jagd auf Beckett und seine Kidnapper durch den Flughafen Port Authority fort. Sieht das irgendwie nicht so aus mit dem Schießen. Ich glaube nicht, dass ich das hier überstehe. Arme Keim ist überall. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal nach oben geschaut habt. Da ist die Kappe so richtig am Dampf. Ganz große Kappe. Wichtig ist aber, dass Alma aufgehalten wird. Sucht nach Beckett und findet heraus, was er weiß. Ende. In den Videosequenzen schießt er irgendwie besser als im Gameplay. Aber es liegt an dir. Nee, nee, das liegt am Charakter. So, dann übernimmt ihr mal da ist schon wieder irgendwo so ein Elektrotyp. Achso, das bist du. Ja, mich trotzdem du bringst. Ja, das ist ein bisschen problematisch, da du immer so aussiehst wie die Gegner. Abgesehen von dieser roten Aura. Ah ja, ganz wieder heim. Ja, damit mal lang? Ja. Oh, voilà. Aber mal gut hier mit diesen komischen Höllenhunden. Meine Güte. Okay, hier geht's auch auf. Hier ist eine Küche. Ei!